Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr am Titel des Videos schon unschwer erkennen konntet, beschäftigen wir uns heute mit dem Spiel Plague Inc. Evolved und in dem Zusammenhang natürlich auch, wie sollte es anders sein, mit dem Coronavirus bzw. Covid-19. Und bevor jetzt zig von Hater-Kommentaren unter dem Video erscheinen, darüber macht man keine Witze, weiß ich selber, ist auch überhaupt nicht meine Absicht, darüber Witze zu machen. Ich selber habe schon ein paar Videos mir angeguckt, gesehen bei YouTube, wo dieses Spiel natürlich dazu genutzt wurde, zu sagen, mein Coronavirus vernichtet die ganze Welt, guck mal, das geht so schnell und voll krass. So, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, jetzt ein Szenario zu erstellen, welches möglichst realistisch ist, ja, insofern das möglich ist, weil es gibt halt auch Leute, die gehen davon aus, nein, Plague Inc. Evolved ist gar kein Spiel, das ist mehr sowas wie ein Simulator, finde ich persönlich bescheuert, ja. Aber wir schauen einfach mal. Also ich werde versuchen, das Ganze so realitätsnah wie möglich zu halten, sprich nur die Symptome entwickeln, die auch aktuell wirklich dazugehören und Symptome, die vielleicht mutieren etc., soweit es geht, schnell wieder zurückzuentwickeln. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir landen. Also für die Leute, die das Spiel nicht kennen, sei vielleicht mal kurz erklärt. In dem Spiel geht es eigentlich darum, eine Krankheit zu entwickeln, die letztendlich die gesamte Menschheit infiziert und natürlich auch auslöscht. Darum soll es heute aber nicht gehen. Mir ist es letztendlich völlig egal, ob ich die Runde jetzt gewinne oder verliere, denn ich will einfach nur testen, was letztendlich dabei rauskommt. Und was ihr dann darüber denkt, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Okay, wir starten direkt durch. Wir wählen hier natürlich das Virus aus, da Covid-19 natürlich ein Virus ist. So, die genetischen Codes, die lassen wir einfach mal so, wie sie eingestellt sind. So, und dann geht es nämlich um die Auswahl des Schwierigkeitsgrads. Ja, ich habe Videos gesehen im Internet, wo dann natürlich die Menschheit vernichtet werden sollte, die hier auf einfach spielen etc. Ne? Da steht dann schon als Erklärung, niemand wäscht sich die Hände, Forscher arbeiten nicht, Kranke werden in den Arm genommen. So, trifft definitiv auf die aktuelle Weltsituation nicht zu, also lassen wir das. 67,3% der Menschen wäscht sich die Hände, Forscher arbeiten 3 Tage pro Woche, Kranke werden ignoriert. Ist auch nicht der Fall. Zwanghaftes Händewaschen, Forscher gehen nie nach Hause, Kranke werden weggesperrt. So ungefähr ist es gerade, also mega brutal. Zufällige medizinische Untersuchungen haben wir jetzt noch nicht. Gendrifte kann ich so auch nicht beurteilen. Habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was das ist. Bin ich ganz ehrlich, bin auch kein Mediziner. Und deswegen würde ich sagen, wir starten hier einen Schwierigkeitsgrad auf brutal. Ohne Cheats selbstverständlich. Also wenn ihr das Spiel durch habt, könnt ihr Cheats freischalten. Ist hier natürlich nicht angebracht, die zu benutzen. Denn das wäre ja unfair. Also, wir starten auf brutal. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Wir nennen das Ganze natürlich Covid-19. Und dann legen wir los. So, Startgebiet wählen, da geht's schon los. Normalerweise in einem Spiel, wo ich versuche, die Menschheit zu vernichten, nehme ich hier im Ägypten, weil sich das halt von Ägypten aus sehr schnell verbreitet. Aber jetzt versuchen wir es natürlich realistisch und wir beginnen mit China. So, Covid-19 befällt China. Covid-19 hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und nicht spezialisiert. Okay. Viruskrankheitstyp. Ja. Willkürliche, schnelle Mutationen und sehr schwer zu kontrollieren. Ja, ich denke, das trifft so oder so zu. Also Mutationen weiß ich jetzt nicht. Ich meine, da haben sich wohl im Laufe der letzten Wochen schon einige Symptome dazu gebildet. Und schwer zu kontrollieren ist das Ding in jedem Fall, das wissen wir. Ich meine, letztendlich sind wir alle gerade in irgendeiner Weise davon betroffen. Das geht gerade an keinem vorbei. So, jetzt müssen wir hier unten ein bisschen warten, bis wir unsere DNS-Punkte gesammelt haben, um natürlich auch einige Sachen sofort hinzuzufügen, die ja auch sofort gegeben waren, seitdem diese ganze Pandemie losgegangen ist.
Fest der Liebe in China. China feiert das Fest der Liebe. Fans begrüßen den Ersatz für den internationalen Tag des Küssens. Kritiker stellen Hygienestandards in Frage. Lustig. Ja, also die Nachrichten, die hier immer so aufploppen, die sind natürlich teilweise nicht ganz so wahrheitsgemäß. Aber naja. Neuseeland, Zentrum von Magnetfeldverschiebung. Okay. Hat jetzt mit unserer Krankheit erstmal nichts zu tun. Ich würde sagen, wir warten hier eben, bis wir auf 20 DNA-Punkten, DNS-Punkten sind, und dann können wir schon mal ein bisschen was dran arbeiten. Hustensymptom. Covid-19 hat das Hustensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Das ist sehr gut, dass das jetzt passiert ist, denn das lassen wir einfach so laufen. Denn das ist ja tatsächlich eins der Hauptsymptome, wenn nicht das Hauptsymptom. So, hier haben wir eine Übersicht über die Symptome. Da lassen wir natürlich jetzt die Finger von. Da machen wir gar nichts dran. Wir müssen letztendlich nur aufpassen, dass Symptome, die von alleine mutieren, auch zum aktuell tatsächlichen Krankheitsbild passen. So, Übertragungsmutation. Also Tiere lassen wir außen vor, denn wie wir alle wissen, soll das Virus ja angeblich nicht durch Tiere übertragen werden. Und Insekten habe ich auch noch nichts von gehört. Blut, weiß ich nicht. Lassen wir erstmal weg. Also Fakt ist auf jeden Fall Luft. Das nehmen wir. Normalerweise würde ich hier jetzt noch Wasser nehmen, aber auch das ist ja meines Erachtens nach bei Covid-19, dem Coronavirus, nicht gegeben. Also belassen wir es erstmal dabei. So, Fähigkeiten. Fähigkeiten, da haben wir hier Hitze- und Kältebeständigkeit. Ja, das, also die sollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen, weil das ist ja tatsächlich so. Ich meine, ne, sonst wäre der Virus nicht, Dem-Virus. Sonst wäre Dem-Virus ja auch nicht auf der ganzen Welt zu finden. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was mutiert. Und jetzt sollte die Zahl der Infizierten, könnt ihr hier unten mitverfolgen, relativ, naja, es ist jetzt noch nicht super schnell, aber relativ schnell nach oben gehen. Lang passiert hier noch nicht ganz so viel. Wir haben noch keinen Toten, gerade mal 5000 Infizierte. Flugzeug- und Schiffverkehr läuft noch normal. Und jetzt in der Anfangszeit heißt es halt erstmal abwarten. Da haben wir jetzt ein neues Land infiziert. Das wird nachher, je nach Übertragungsmutation, auch noch schneller gehen, dass die Länder infiziert werden. Wir haben hier unten, wenn wir hier draufklicken, haben wir eine Übersicht, die auch ein ganz kleines bisschen so aussieht wie die aktuelle Echtzeitkarte, die man sich ja im Internet anschauen kann. So, aktuell Status: Covid-19 wurde nicht entdeckt, das heißt, unsere Krankheit verläuft hier immer noch unbemerkt. Ja? Links seht ihr die komplett gesunden Länder, in der Mitte seht ihr die infizierten Länder und auf der rechten Seite würden dann die Länder auftauchen, die schon komplett ausgerottet sind. So, jetzt kriegen wir hier die Meldung: Ausschlagsymptom mutiert. Da gehen wir jetzt mal rein und unterbinden das Ganze, da es dieses Symptom nicht gibt. Also Covid-19 hat keine Ausschläge als Symptom, soweit mir bekannt ist. Interessant wird es dann nachher, wenn die einzelnen Länder anfangen, an einem Heilmittel zu arbeiten, was ja auch jetzt aktuell durchaus der Fall ist. Es ist zwar noch keins gefunden,
in der Realität, aber man arbeitet durchaus daran. Und das wird dann nachher interessant, wie schnell dieses Heilmittel entwickelt wird. So, wir haben jetzt hier 15 DNS-Punkte. Schauen wir mal. So, jetzt nehmen wir die Kälteresistenz noch dazu, denn das ist ja auch durchaus gegeben. 7 DNS-Punkte haben wir noch, damit können wir jetzt nicht ganz so viel anfangen. Also warten wir einfach noch ein bisschen. Man müsste jetzt normalerweise für die Leute, die das Spiel nicht kennen, diese roten und orangen Blasen, die hier überall aufpoppen, da müsste man normalerweise draufklicken, um DNS-Punkte zu bekommen. Wir haben unseren Gencode aber so eingestellt, dass die Blasen hier von alleine zerplatzen, weil es sonst einfach ein bisschen sehr hektisch wird. Im Übrigen, interessanter Fakt, in China, Moment, jetzt haben wir hier Übelkeitssymptom mutiert. Übelkeitssymptom ist, glaube ich, aktuell auch nicht wirklich dabei in der Realität. Von daher nehmen wir das auch wieder raus. Kostet uns immer ein paar DNS-Punkte, wenn wir Symptome wieder rausnehmen wollen. Soll uns aber erstmal nicht weiter stören. Blöd wäre es, wenn wir nachher keine DNS-Punkte mehr übrig haben. Ja. So, was wollte ich gerade sagen? In China wurde übrigens dieses Spiel vor kurzem verboten. Aus gegebenem Anlass, was ich persönlich ziemlich bescheuert finde. Ich meine, klar, kann man sehen, wie man möchte. In dem Spiel geht es eigentlich darum, die gesamte Menschheit mit einer Krankheit zu vernichten. Aber nur weil jetzt, sag ich mal, eine Krankheit auf der ganzen Welt ausgebrochen ist, ein Spiel zu verbieten, ja? Als ob das irgendwas daran ändern würde. Also es ist einfach total bescheuert, wenn ihr mich fragt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass das Spiel in China verboten wurde. Aber ich persönlich halte da nichts von. So, jetzt haben wir hier unten wieder einiges an DNS-Punkten gesammelt. Nehmen die Luft in der nächsten Stufe als Überträger mit hinzu und die Kälte auch in der zweiten Stufe. Bislang haben wir übrigens 1,3 Milliarden Infizierte weltweit. Da sind wir in der Realität noch nicht angekommen, aber in der Realität, ihr könnt hier oben aufs Datum achten, sind wir auch noch lange nicht so weit. Schon jemanden husten. Also die Soundeffekte, die hier teilweise ins Spiel eingebaut wurden, sind schon gar nicht mal so schlecht. So, Anämie. Anämie haben wir natürlich nicht. Also, wir schauen nochmal. Für die Leute, die nicht wissen, was ist. Rückgang der roten Blutkörperchen oder des Hämoglobins im Blut kann Sauerstoffmangel in den Organen hervorrufen. Soweit ich weiß, haben wir das nicht. Sauerstoffmangel in den Organen hat jetzt nicht wirklich was mit Atemnot oder sonstigem zu tun, also entwickeln wir das mal schnell zurück. Wie ihr merkt, benutze ich auch keine DNS-Punkte dafür, jetzt hier eigene Symptome noch dazu zu dichten oder sonstiges, nur halt ein bisschen Übertragung, damit es realistischer wird. Aber ich lasse der Krankheit hier mehr oder weniger einfach freien Lauf. So, jetzt kriegen wir hier schon wieder eine Meldung. Schiffe verwenden neues Reinigungsverfahren. Um die Krankheitsübertragung durch Schiffe einzudämmen, werden neue Reinigungsmethoden benutzt. Nur fortgeschrittene, durch Wasser übertragene Krankheiten können sie überleben. Ja, und wie wir wissen, wird unsere Krankheit ja nicht durch Wasser übertragen.
kommen immer mal wieder ein paar neue infizierte Länder dazu. Direkt auf China klicken. China sieht aus, als wären wir da schon zu 100%. Genauso in Kasachstan und Zentralasien und Afghanistan auch. Punkte. Da können wir jetzt die Hitzebeständigkeit nochmal erhöhen. An der Übertragung können wir jetzt erstmal gar nicht mehr so viel machen. Wie gesagt, bei Blut bin ich mir gerade nicht sicher. Weil man sagt ja, Körperflüssigkeiten im Allgemeinen, glaube ich, ne? Also ist Blut auch durchaus realistisch. Können wir ja nochmal dazu nehmen, wenn wir gleich genug Punkte gesammelt haben. Ich weiß gar, habe gerade gar nicht drauf geachtet, was das kostet. Kostet 10. Also 3 fehlen uns noch. So, jetzt haben wir sie, dann können wir das auch mal direkt machen. Nur die Linien, die sich jetzt hier überall bilden und auch die gepunkteten, sind Übertragungen hier durch Schiffe und hier durch Flugzeuge. Ab und zu sieht man noch mal ein rotes Schiff oder ein rotes Flugzeug. Das sind dann die Krankheitsüberträger. Jetzt haben wir wieder das Anämie-Symptom mutiert. Das nehmen wir natürlich auch wieder direkt raus. Dankeschön. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass bislang noch niemand angefangen hat, an einem Heilmittel zu forschen. Wahrscheinlich, weil wir noch keinen Toten haben. UK stimmt in Referendum für Brexit. Jawohl. Lassen wir mal so dahingestellt. Ja, so langsam geht es dann auch in Europa richtig los mit den Infektionen. Zysten haben wir auch nicht. Schnell wieder zurück. Oh, jetzt geht das hier gerade richtig fix mit den Infektionen voran. Dann können wir eben nochmal auf die Übertragung. Da haben wir generelle Beständigkeit gegen Hitze und Kälte. Ich muss gerade lesen. Infizierte Körperflüssigkeiten durchdringen Schleimhäute. Erhöht Ansteckungsgefahr, vor allem in Armregionen sowie Mutationschance. Nö, ich glaube, das lassen wir weg. Das wäre, glaube ich, jetzt eine kleine Spur zu krass. Niesen, das lassen wir auf jeden Fall drin, denn das ist definitiv eins der Symptome. Wir haben ja hier durchaus grippeähnliche Symptome, wie bei einer normalen Grippe. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. So, jetzt wurden wir bemerkt, und zwar wurden wir in der Türkei bemerkt. Okay, ist nicht ganz die Realität. Tritt auch anderswo auf. Wir wurden auf jeden Fall jetzt so langsam bemerkt, nachdem wir 4,6 Milliarden Menschen infiziert haben. Fieber lassen wir auch drin, ist definitiv eins der Symptome. So,
So, ich wollte nämlich auch gerade sagen, jetzt dürfte das dann so langsam losgehen mit den Todesfällen in den baltischen Staaten. Pech oder Anfang von etwas Schrecklichem? Man weiß es nicht. So, jetzt seht ihr hier unten, dass die Zahl der Toten doch ziemlich rasant ansteigt. Die Philippinen startet Arbeit an Heilmitteln. Ja, als ob. So, jetzt seht ihr hier unten rechts, könnt ihr schon sehen, Heilmittel schon zu 1% erforscht. Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Lungenentzündung, ja, auch die lassen wir drin und jetzt dürfte es dann noch um einiges tödlicher werden. Also ihr seht schon anhand der Mutationen, wo das hinführen kann, ne? Ich meine, das sind, aktuell entwickeln sich hier fast nur noch Symptome von allein, die auch in der Realität durchaus gegeben sind. Man mag ja von diesem Spiel halten, was man möchte, aber es gibt Parallelen. Covid-19 auf Beobachtungsliste gesetzt. Covid-19 wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Ich denke, auch das ist gar nicht so weit weg von der Realität. Südafrika bei Heilmittelforschung führend. Okay, dazu sage ich jetzt mal nichts. Südafrika schließt Häfen. So, jetzt geht das so langsam los mit den Grenzschließungen. Hautläsionen ist ein Symptom, was wir nicht haben und auch nicht haben wollen. Also wieder raus damit. Ich versuche jetzt übrigens jetzt hier nicht die Arbeit an einem Heilmittel zu verlangsamen, denn das macht ja in der Realität auch niemand. Bislang 11 Millionen Tote. Wissenschaftler haben synthetische Gene in Covid-19 eingebracht. WHO-Forscher sagen, dieser Durchbruch würde Bemühungen um ein Heilmittel helfen. Ja, wir können hier unten jetzt auch sehen, dass die Heilmittelforschung durchaus an Geschwindigkeit zugenommen hat. Lungenfibrose. Lungenfibrose. Narbenbildung in der Lunge führt zu Atemlosigkeit und extremen Hustenanfällen. Kann tödlich sein, wenn kombiniert mit intensivem Sport. Ich denke, das könnte durchaus eine Erweiterung der Lungenentzündung sein und von daher würde ich sagen, wir lassen das Symptom bestehen. Heilmittelforschung sind wir schon bei 50%. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Ist ja durchaus was Wahres dran. Uns wirklich auf die Nerven gehen. Zum Glück haben wir genug Punkte gesammelt, um alles, was wir nicht wollen, sofort wieder rückgängig zu machen. Und da das Spiel immer pausiert, wenn wir, also automatisch pausiert, wenn wir solche eine Meldung bekommen, können wir die Symptome natürlich auch zurückentwickeln, ohne dass sie überhaupt auftreten. Heilmittel zu 95% fertiggestellt. Dann dürfte es gleich vorbei sein. Heilmittel ist fertiggestellt und wird weltweit eingesetzt. Hier oben das Datum. Könnt ihr nochmal darauf achten. Wir sind jetzt hier im März 2022. Quasi 2 Jahre an von heute.
Und hier unten seht ihr jetzt die Heilung. Mitte April 2022. Covid-19 wird ausgerottet. So. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Wir haben jetzt das Spiel verloren. Das macht aber gar nichts. Ist auch völlig egal. Denn es war ja einfach nur ein Test und auch ein bisschen Neugier vielleicht. Also, 762 Tage hat es gedauert, bis das Virus ausgelöscht wurde. Das der Dämm-Virus. 762 Tage. Ich denke, da kann jetzt jeder draus machen, was er möchte. Aber es wird, denke ich, durchaus interessant zu wissen, inwiefern da vielleicht sogar was Wahres dran ist. Man weiß es nicht. Fakt ist, und das glaube ich persönlich auch, das Coronavirus wird definitiv nicht die ganze Menschheit auslöschen. Auch wenn manche das vielleicht glauben mögen, keine Ahnung. Manche Verschwörungstheoretiker glauben auch, es sei alles nur Fake. Und es gibt es gar nicht. Dem kann ich mich natürlich nicht anschließen. Also ich halte das schon für sehr real, was da aktuell in der Welt so los ist. Aber wie gesagt, abwarten. Und dann vielleicht nochmal an dieses Video denken, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Und gucken, wie viel Wahrheit da drin steckt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch in Zukunft kein Video verpassen wollt von mir, dann abonniert gerne meinen Kanal. Haut auf die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Euer Fatso.